Dank. Sie haben es genau mit den Worten bezeichnet, mit denen ich es auch bezeichnen würde. Es geht wirklich um Leben und Tod, Risikostratifizierung und Therapie. Von daher ist jetzt diese Notlage, dass wir zwei Vorträge in einen gepackt haben, eigentlich durchaus logisch, weil das eine hängt sehr von dem anderen ab. Und das ist das Thema neben dem, wie viel Sport können Sie machen für die Betroffenen, sicher das zentrale Thema, was Sie alle interessiert. Und ich kann gleich schon sagen, dass ich keine Antwort habe, sondern nur nochmal die einzelnen Stufen und die jetzigen Möglichkeiten der Risikostratifizierung Ihnen darstellen kann. Und dann bleibt es eben eine sehr individuelle Entscheidung auf dem Boden der Evidenz, die wir haben. Und solche Treffen wie hier helfen auch dazu, diese Evidenz zu verbreiten, uns zu vernetzen und Sie zu informieren. An der Stelle kann ich sagen, manche dieser Bilder sind jetzt sehr kardiologisch, manche sind so für Sie zum Verständnis als die Betroffenen. Alle die Folien gehen auf die Internetseite der Selbsthilfe und können dort von Ihnen nochmal angeschaut werden. Und ich hatte immer so das Gefühl, es ist ganz gut, je besser Sie informiert sind, dann können Sie zu einem Arzt gehen und sagen, ich habe hier mal was gehört, machen Sie das auch schon? Oder, jetzt lachen Sie, genau so. Aber wenn zu mir jemand kommt und sagt, habe ich noch nicht gehört oder habe ich auch gehört, aber glaube ich nicht dran. Oder es ist immer eine Bereicherung, finde ich. Ja? Und so muss man es auch sehen. Jetzt muss ich hier mal schauen, wie wir hier weiterkommen. So. Ja. Tatsächlich habe ich diesen Vortrag angefangen mit dem Thema, wie Sie es eingeführt haben, mit dem Worst-Case-Szenario, mit dem diese Erkrankung enden kann. Und da fängt für viele das ja auch an, das dann aufzuklären. Und deswegen habe ich Ihnen dieses Bild mitgebracht, eine Studie, die wir vor einigen Jahren gemacht haben mit einem Kollegen von mir, Herrn Martens. Ich weiß nicht, ob er noch da ist, der zumindest heute früh auch hier war, der in Aurich über 10 Jahre die Rettungsleitstelle mit IT versorgt hat und dadurch Zugriff hatte auf die Daten einer Region, die sehr homogen ist. Denn erstaunlicherweise gibt es keine Daten zur Häufigkeit von plötzlichem Herztod in Deutschland, weil das gar nicht systematisch erfasst wird. Und das ist also die erste systematische Untersuchung, die außerhalb eines Krankenhauses reanimierte, die an einem mutmaßlichen plötzlichen Herztod verstorben sind, erfasst hat. Und ohne da jetzt in die Details zu gehen, sehen Sie, dass es über einen langen Zeitraum von 2002 bis 2009 sehr konstante Zahlen sind und dass Sie hier eine Häufigkeit von 81 pro 100.000 pro Jahr entspricht. Das ist viel, wenn Sie das zum Beispiel mit Verkehrstoten sehen, was immer wieder auch in der Zeitung steht und vielleicht eine größere Aufmerksamkeit hat als dieses Thema. Wobei das Thema schon unterschwellig bedeutsam ist, aber keiner kann es so richtig fassen, weil eben keine Daten da sind. Und wenn man dann anschaut, und das führt mich jetzt dann gleich hier in das Thema, wie ist denn die Altersverteilung, wie viele von dem, was man in der Kardiologie plötzlicher Herztod bei Jungen definiert, als der plötzliche Herztod vor dem 40. oder vor dem 50. Lebensjahr, dann sehen Sie, dass da doch eine relevante Anzahl, 25% der plötzlichen Herztode bei jungen Menschen auftritt. Und wenn man das dann überträgt, und sucht nach den Ursachen für plötzlichen Herztod bei Jungen, dann ist es auch wenig gut untersucht. Und es gibt eine große Gruppe, mit der wir seit langem freundschaftlich auch zusammenarbeiten, in Amsterdam, von Arthur Wilde,
der eine der Initiatoren dieses europäischen Netzwerkes ist. Und ein Mitarbeiter von ihm, Christian van der Werf, hat eine Untersuchung gemacht, wo man 140 Familien, die zum Teil obduziert wurden und zum Teil nicht obduziert wurden, klinisch untersucht hat, also den Betroffenen, so gut es geht, vor EKGs und alle diese Befunde, und dann einen Familienangehörigen, erstgradig Familienangehörigen, das ist ein Eltern, Geschwister oder Kinder. Und da hat man nach spezifischen Triggern für diese Todesursache gesucht, ein EKG, ein Langzeit-EKG oder Belastungs-EKG und ein Ultraschall. Und dann war es möglich, zumindest in 33% der Fälle, also einen Drittel der Fälle, die Ursache dieses Todes aufzuklären. Und mit jedem aufgeklärten Todesursache kann man dann die Familie informieren und präventiv tätig werden. Eine einfache Maßnahme, die viel zu wenig genutzt wird, weil wir keine systematischen Strukturen für plötzlichen Herztod bei Jungen haben. Wir haben verschiedene Initiativen in Frankfurt, Frau Kauferstein wird nachher auch da in der Diskussion dazu reden, in anderen Regionen gibt es einzelne Initiativen, diese Bewusstsein für plötzlichen Herztod bei Jungen zu schärfen und dann auch den Nutzen daraus zu ziehen, dass man zumindest mit der Sammlung einer Blutprobe später über eine molekulare Autopsie weiter suchen kann nach der Ursache. Und in dieser Untersuchung hat man jetzt gesehen, und es ist kein Wunder, dass je jünger der Verstorbene ist, desto höher der Anteil einer genetischen Erkrankung, je älter er wird, und bei den 30- bis 50-Jährigen kommt dann auch ein relevanter Anteil an Patienten, die sonst das Gros der plötzlichen Herztode ausmachen, nämlich die, die im Rahmen eines Herzinfarktes sterben. Und die kommen hier zunehmend dazu. Das sind die Patienten, die eine schwere Fettstoffwechselstörung haben und es nicht wissen, sehr ungesund leben und eine frühe Manifestation einer koronaren Herzerkrankung haben und darüber einen plötzlichen Herztod erleiden. Aber auch bei dieser Gruppe ist noch ein relevanter Anteil von Patienten, die eine rein genetische Ursache haben. Und das sehen Sie auch hier, immerhin noch knapp 20% der plötzlichen Tode bei 40- bis 50-Jährigen hat eine starke genetische Komponente. Und die findet man nur, indem man versucht, klinisch das aufzuklären, der Betroffene, die Angehörigen, und dann genetisch, molekularbiologisch das weiter aufzuklären. Wie hoch der Anteil hier an dieser ganzen Häufung ist von ARVC, auch dazu gibt es keine Daten. Und auch das ist ein Mangel, den man überwinden muss durch solche Bemühungen wie ein Register. Und das ist auch die Grundlage, dann Risikostratifizierung und Therapieoptimierung voranzubereiten, wenn man überhaupt diese Daten hat. Ich will an dieser Stelle noch eine weitere wichtige Studie Ihnen zeigen aus Holland, auch von Herrn van der Werf publiziert und aus meiner Sicht zu wenig beachtet, wo man versucht hat, dieses Problem des Familienscreenings und der genetischen Beratung von Familien von Betroffenen mit plötzlichem Herztod zu optimieren. Und Sie sehen hier, ich gehe auch nicht in die Details, dass da 1800 Todesfälle untersucht wurden, 390 waren plötzlich, 170 sind untersucht worden, diese nicht untersucht worden. Und dann kam man zu etwa 300, die eine mögliche genetische Ursache haben nach weiteren Untersuchungen. Und dann ist erstmal bemerkenswert, dass die Zahl der Autopsierate bei plötzlichem Tod bei jüngeren Menschen in Holland mit 38-40% als niedrig bewertet wurde. Die ist in Deutschland deutlich niedriger und so deutlich niedriger, dass es überhaupt keine Zahlen dazu gibt.
Und dass dann in Holland, obwohl also hier eine Struktur da ist, die das ermöglicht, weniger als 10% der Familien dieses Angebot einer Struktur der systematischen Beratung und Aufklärung wahrnehmen, obwohl es bei mehr als 75% indiziert wäre. Frustrierend ist da, dass da zwei Interventionen gemacht worden sind mit einer großen Kampagne und Aufklärung und Strategie und sich die Zahlen nicht geändert haben. Das führt in den Diskussionen, die wir haben, dazu, dass man sagt, man glaubt, dass man juristische oder also Regeln braucht vom Gesetzgeber, um das zu verbessern. Es gibt jetzt, das habe ich vorgestern in einem Telefonat mit Herrn Feld Hansen aus Dänemark gehört, in Dänemark das erste Land in Europa, was per Gesetz eine Obduktion und eine Aufarbeitung eines plötzlichen Herztodes bei jungen Menschen vorschreibt. Seit 1. Januar dieses Jahres ist Dänemark da also einen großen Schritt vorangegangen und das wird man auch als Modell sehen, zu was das führt, in wie viel Prozent es dann auch einen Impact hat auf die Bevölkerung, weil meine Überzeugung ist, dass dieser Anteil an den plötzlichen Herztoden durch so eine Maßnahme substanziell reduziert werden kann. Ich habe Ihnen gesagt, wie ich zu den seltenen Erkrankungen gekommen bin, nämlich als Kardiologe und als Rhythmologe, weil ich versuche, die Ursachen von Rhythmusstörungen zu verstehen. Und für alle diese Überlegungen, die jetzt da auf Sie zukommen, ist immer zur Erinnerung, dass Rhythmus per se mal kompliziert ist, dass wir schon sehr viel wissen und dass an vielen Stellen Störungen auftreten können, die dann zu einem Risiko kommen. Und deswegen habe ich das Bild mitgebracht, das ist der normale Sinusrhythmus, da ist hier der Taktgeber in spezialisierten Zellen, dann geht die Erregung über die Vorhöfe zu dem nächsten Schaltknoten, dem AV-Knoten und von dort über spezielle Herznerven zu dem linken und der rechten Herzkammer und das garantiert den regelmäßigen Rhythmus. Und an vielen Stellen kann da was gestört werden. Wir wissen heute, dass der normale Erregungsablauf fein getuned ist durch Gene an verschiedenen Stellen, die an jeder Stelle eine spezifische Leitungseigenschaft ermöglicht und überhaupt diese geregelte Abfolge möglich macht. Aber jede dieser Stellen kann gestört sein. Und dann gibt es so in der Rhythmologie grundsätzliche Mechanismen, die zu Rhythmusstörungen führen. Das eine ist die Ektopie, dass Extraschläge entstehen. Die Extraschläge haben viele Ursachen, aber viele Leute, die eine ARVC haben, haben Extraschläge und aus den Extraschlägen können dann anhaltende Rhythmusstörungen kommen. Es geht darum, die Ursache der Extraschläge genauer zu verstehen. Und dann ein zweiter Mechanismus ist sogenannte Reentry, dass die Erregungsausbreitung irgendwo gestört wird und dann sich ein Kurzschluss bilden kann. Einmal, weil die Elektrik der Zellen geändert ist oder einfach, weil eine Narbe durch bei der ARVC Umbau in Fettgewebe zum Beispiel entsteht und sich daraus eine Verlangsamung oder dieser Kurzschlusskreislauf entsteht. Und das bessere Verständnis dieser Rhythmus-Arrhythmie-Entstehung hilft auf jeden Fall auch weiter zur Stratifizierung und auch zur Therapieplanung. Und so ein Bild kennen Sie vielleicht in dieser oder jener Art. Das ist alles, was man sozusagen zu diesen Kanalerkrankungen kennt. Und mit Kanalerkrankungen im engeren Sinne hat ja die ARVC nichts zu tun, sondern es geht um die Kopplung von Zellen zu Zellen. Aber auch da fließen also elektrische Impulse und daraus entstehen auch Rhythmusstörungen. Hier das Bild, was Sie kennen. Ich finde es nur so schön, was man alles visualisieren kann. Hier ist so ein mit elektronenmikroskopischer 80.000-facher Vergrößerung dargestellte Zell-Zell-Kopplung, die ursächlich in dem ARVC
Genese da ist. Und auch da ist noch viel zu tun in dem Verständnis, wie entstehen die, welche Varianten gibt es und wie empfindlich sind die für Belastungen, dass man dieses Thema, wie viel Stress oder wie viel körperliche Aktivität kann ich mir zumuten. Sie sehen aber auch, dass je mehr man forscht, je mehr man molekular versteht, desto komplexer werden die Bilder. Und das ist ein Bild, was versucht, sozusagen die Komplexität hier in Bilder darzustellen. Sie sehen hier diese Zell-Zell-Kopplung und die einzelnen Gene, die hier damit verbunden sind. Und überall kann hier eine Störung sein, direkt oder indirekt. Und das macht es so schwer, den einzelnen Patienten dann zu beraten oder zu risikostratifizieren. Deswegen ist das, wie bei jeder Erkrankung, natürlich so, dass am Anfang erstmal die Diagnose steht. Und das kann man bei der ARVC nicht oft genug unterstreichen. Und meine Vorredner haben es alle schon gemacht, wie wichtig das ist und wie schwierig das auch ist. Wie wichtig das ist, das immer wieder auch zu hinterfragen, denn eine Diagnose, die mit bestimmten Kriterien vor 5 Jahren gestellt wurde, kann in 2 oder 3 Jahren sich auch ändern. Es können andere Faktoren und Risikofaktoren dazukommen. Deswegen ist die Empfehlung, immer wieder diese Kriterien zu überprüfen. Hier sehen Sie sozusagen eine andere Art der Darstellung und Sie sehen im Detail, wie komplex diese Dinge sind, und es ist im klinischen Alltag für uns auch eine Herausforderung, dass alle Assistenten, die einen Patienten mit dieser Erkrankung oder dieser vermuteten Erkrankung sehen, sich auf diesen Zettel, weil das können sie nicht alle auswendig wissen, berufen und dann hier durchgehen. Selbst wenn ein Patient kommt, ich habe eine ARVC, dann sage ich immer als erstes, ist es wirklich so? Und dann muss man, und da zwinge ich wirklich alle dazu, diese Liste hier durchgehen und eine Art Checkliste machen, um zu sehen, ja, die Diagnose ist gesichert, weil wir eine Kombination aus Major und Minor Kriterien haben, weil wir die Kriterien erfüllen für Diagnose gesichert, Diagnose wahrscheinlich oder Diagnose nicht gesichert, dann muss man das auch akzeptieren. Aber man darf dann nicht nachlassen, das wieder zu untersuchen. Also der Appell immer für Sie selber, auch diese Dinge zu hinterfragen und abzudaten. Denn das ist die Grundlage dafür. Und der Thomas Wichter hat auf die Schwierigkeit der EKG-Diagnose und auch der Bedeutung des EKGs und der EKG-Veränderungen hingewiesen. Ich habe jetzt noch eine aktuelle Publikation da mitgebracht, die Ihnen das mal zeigt, wie schwierig es ist, auch für Experten, die Veränderungen des EKGs, das ist jetzt kein komplett experimentelles EKG, sondern das normale Ruhe 12-Kanal 10-Sekunden EKG ist. Und in dieser Untersuchung hat man eben versucht zu differenzieren zwischen gutartigen T-Wellen-Inversionen, also diese negativen T-Wellen in der Vorderwand, und dem, was dann pathogenetisch für die ARVC spricht. Und erstmal bei den ARVC-Patienten haben nur wenige ein normales EKG, viele ein abnormales EKG, und auch hier will ich die Sache nicht zu kompliziert machen, aber Ihnen zeigen, dass es auch auf diesem Sektor immer noch Forschung gibt und wichtige Untersuchungen. Das ist wichtig, dass jeder da seine Patienten beiträgt, auch mit EKGs, weil Sie sehen dann, dieser einfache gemeinsame Charakteristikum T-Wellen-Negativität in den Brustwandableitungen bei ARVC oder bei Gesunden ist kombiniert, damit es zu ARVC passt, bei den ARVC-Patienten in der Regel noch mit anderen EKG-Abnormalitäten, und dann kann man das anders werten. Also es geht darum, das EKG genau anzusehen und auch mit Expertenwissen anzusehen und da sich immer auf dem Laufen zu halten. Dann hat diese Gruppe einen, ja, Sie sehen es hier,
sehr komplexen Algorithmus entwickelt, wenn man solche T-Wellen-Inversionen sieht. Wo sind die aufgetreten und wie weit sind die? Sind da zusätzliche Veränderungen da? Dann kann man wie mit so einem Entscheidungsbaum weitere Untersuchungen anknüpfen und kommt dann zu der Entscheidung, ist es eher gutartig oder ist es etwas, was eine prognostisch ungünstige Bedeutung hat. Und da muss man eben auch die Ärzte in der Routine immer wieder zwingen, sich da hinzusetzen und es genauer anzuschauen, als man sonst ein EKG anschaut. Praktisch ist es nicht eine große Kunst, jetzt die Therapieziele bei der ARVC festzulegen. Das Vorderste, und es ist schon im Eingang gesagt, es geht darum, den plötzlichen Herzschlag zu verhindern. Um das zu erreichen, muss die Diagnose gesichert sein, inklusive Genetik, und dann die Familie betrachtet werden, ob da was auftritt, Lebensstil, Empfehlungen, die kompetitive Belastung, glaube ich, das war der Konsens, den man hatte, dass das nicht günstig ist. Eine pharmakologische spezifische Therapie für ARVC gibt es nicht im Augenblick. Es gibt verschiedene pathophysiologische Überlegungen, aber man behandelt es wie Patienten mit Rhythmusstörungen insgesamt erstmal mit Beta-Blocker, wenn die Rhythmusstörungen zunehmen, Klasse 3 Antiarrhythmika, und es gibt hier auch einen Stellenwert für Klasse 1 Antiarrhythmika, vielleicht in Kombination bei vorangeschrittener Extrasystolie und vor allen Dingen, wenn die Pumpfunktion eingeschränkt ist, wie bei jeder Form von Herzinsuffizienz, die ACE-Hämmer. Die Vermeidung der Rhythmusstörung steht im Vordergrund, die Vermeidung von anhaltenden Rhythmusstörungen. Anhaltend heißt eine Rhythmusstörung für den Kardiologen, wenn sie länger als 30 Sekunden dauert. Eine Rhythmusstörung heißt anhaltend, wenn sie länger als 30 Sekunden dauert, und auf jeden Fall gibt es die Indikation durch eine Ablation. Ich habe Ihnen gesagt, man findet da ein Substrat und kann das veröden. Wenn das so eine kreisende Erregung ist, ist das relativ einfach. Wenn der Ventrikel sehr diffus verändert ist, dann wird es schwierig, aber oft hilft es über lange Zeit, die Last an Rhythmusstörungen durch Katheterablation zu unterdrücken. Da zeige ich Ihnen auch gleich noch aktuelle Daten. Und dann ist immer die große Frage, muss ich und wenn ja, wann und wenn ja, welchen Defibrillator implantieren, um den plötzlichen Herzschlag primär prophylaktisch zu verhindern. Kein Zweifel ist es, wenn jemand einen plötzlichen Herzschlag glückhaft durch umstehende Hilfe überlebt hat, dann hat er sich schon qualifiziert für einen Defibrillator. Und es geht da darum, die Indikation der Primärprophylaxe hier noch weiter zu schärfen. Und die kardiale Transplantation bei fortgeschrittenen, nicht behandelbaren Rhythmusstörungen oder fortgeschrittener Schwäche des Herzmuskels ist dann sozusagen die Ultima Ratio mit all den Schwierigkeiten, die mit dieser Thematik verbunden sind. Jetzt habe ich Ihnen zu dem Thema Primärprävention des plötzlichen Herzschlags durch einen Defi, das heißt, wie geht es Patienten oder wie sehen Patienten aus, die aus so einer Risikokonstellation ein Defi bekommen haben, wie viele erhalten einen adäquaten Schock und wie charakterisiert das die, weil das sind dann die Patienten, die ja als Risikopatienten definiert sind. Und da ist jetzt vor kurzem eine Arbeit erschienen aus einem skandinavischen Register, die ich Ihnen, ohne in die Details zu gehen, hier zeigen will. Und die zeigt im Wesentlichen für den primären Endpunkt adäquater Schock oder Gesamtmortalität in diesem Kollektiv von Patienten mit einer ARVC, dass sie hier kategorisiert sind. Das sind die Patienten mit Sekundärprävention, die haben schon mal einen plötzlichen Herzschlag gehabt. Hier geht es aber primär um die Primärprävention, und hier wird unterschieden
in die Primärprävention, die eine definierte Diagnose nach den aktuellen Taskforce-Kriterien haben und ein junges Alter sind und dann definierte Diagnose mit Alter über 35 und hier eine nicht so scharfe Diagnose mit jungem Alter und eine nicht so scharfe Diagnose mit höherem Alter. Und Sie sehen hier das kumulative Risiko, einen adäquaten Schock zu bekommen. Und das ist in der Gruppe, die in eine definierte Diagnose nach den aktuellen Guidelines und ein junges Alter haben, hier am höchsten. Also das ist eigentlich ein Argument, dass man aus der aktuellen Guideline-Definition die gesicherte Diagnose und junges Alter mit einem DEFI versorgen, einen adäquaten Schock in einer Beobachtungszeit von, das ist hier eine lange Beobachtungszeit über 10 Jahre hat. Das teile ich in dieser Einfachheit nicht. Ja? Aber Sie sehen, wie viel solche Daten notwendig sind, um da weitere Klarheit reinzubringen. Und wenn man das so stratifiziert, dann kommen also solche Befunde raus. Katheterablation bei ARVC, das ist jetzt ein Ansatz der Patienten mit einer gesicherten ARVC-Diagnose, die keine primärprophylaktischen DEFI bekommen haben, die aber anhaltende Rhythmusstörungen haben, mit einer Ablation behandelt haben. Und Sie sehen hier, dass das ist jetzt auch eine überschaubare Anzahl, 32 Patienten, aber auch mit einem Follow-up, das ist hier abgeschnitten, es geht aber über 4 Jahre in dieser Studie, dass Sie mit Katheterablation eine Freiheit von wiederkehrenden Rhythmusstörungen in einem hohen Prozentsatz erreichen, was ein Argument ist, dass man eben nicht gleich mit einem DEFI behandeln muss, sondern auch eine Katheterablation hier einen über lange Zeit stabilisierenden Effekt erzielen kann. Wir haben in den vorherigen Diskussionen darüber geredet, dass die Bildgebung, die Beschreibung des Ausmaßes der Störung eine wesentliche Rolle spielt. An der Stelle will ich nur sagen, Bildgebung ist nicht gleich Bildgebung. Ein MR für ARVC ist schnell mal gemacht. Ein MR für ARVC richtig zu machen, bedarf auch eines standardisierten Protokolls, einer Expertise in diesem radiologischen Zentrum, denn es ist nicht trivial, die einzelnen Segmente, Sie sehen das hier, wie das unterteilt wird, um das dann standardisiert beurteilen zu können, zu bewerten. Und in vielen Fällen, wenn Patienten zu uns kommen, die bringen ein MR mit und wir lesen das ein, schauen uns das an. In vielen Fällen müssen wir das nochmal machen, weil die Qualität für die Bewertung und Beurteilung der ARVC nicht ausreicht. Aber es gibt auch das MR als einen prognostischen Parameter. In den aktuellen Scores und Beurteilungen ist es noch nicht enthalten, aber in dem klinischen Alltag spielt es schon eine Rolle und deswegen habe ich Ihnen hier eine aktuelle Studie mitgebracht, die zeigt, dass wenn im MR die Diagnose definitiv gestellt wird durch ein spezifisches MR, dann auch diese Patienten, die so eine MR-gesicherte definitive Diagnose haben, einen schlechteren Verlauf haben. Wenn man das dann genauer anschaut, da gehe ich jetzt schnell drüber, dann sehen Sie die andererseits, die eine Diagnose ARVC haben, aber keinen MR-Befund, der dazu passt. Die haben auch einen günstigen Verlauf. Also auch in dem Fall, wo man das sieht, dass diese MR-Kriterien günstig sind, ist auch der Verlauf günstig. Und wenn man das dann noch unterscheidet in die, die Beeinträchtigung des nur des rechten oder auch des linken Ventrikels, dann kann man hier auch nochmal Unterscheidungen treffen. Das sind alles Argumente in diese Multimodalität der Risikostratifizierung. Hier habe ich noch eine neue Technologie mit reingebracht, wo ich nicht genau weiß,
wie sehr die schon verbreitet ist, Color-Coded Inversed Multi-Detector Computed Tomography oder MDCT, was erlauben soll, dass man regionale Wandbewegungsstörungen, dieses Bulging, dieser Aneurysmata im rechten Ventrikel noch besser visualisieren kann. Also auch hier ist noch einiges im Fluss, was immer versucht wird für die Risikobeurteilung. Wir haben eine kleine Studie gemacht, um die autonome Innervation des Herzens bei Patienten mit ARVC zu untersuchen. Und da gibt es zumindest interessante Ansätze, dass das helfen kann, Patienten zu identifizieren, die eine ARVC haben, inwieweit es dann auch ARVC-Risikopatienten identifiziert, bleibt noch zu zeigen. Aber hier hat sich auch die Technologie verbessert, dass diese Innervation, sympathische Innervation, das ist das, was die Katecholamine, über die vorhin geredet wurde, am Herzen auslösen. Sympathische Nervenendigungen werden da visualisiert mit einem Verfahren, was MIBG-Szintigraphie heißt, dass dieses Verfahren sozusagen die dreidimensionale Auflösung verbessert hat und man rechten und linken Ventrikel unterscheiden kann und damit vielleicht in der Zukunft auch eine bessere Stratifizierung macht. Und etwas, was wir wissenschaftlich versuchen, ist eine EKG-Charakterisierung der autonomen Funktion, wo man mit 30 Minuten EKG im Liegen die vagale Funktion mit diesem Parameter Dezelerationskapazität und die sympathische Innervation mit diesem Parameter periodische Repolarisationsdynamik. Das gibt wieder, wie stark das Herz sozusagen modulationsfähig ist, die Schlag-zu-Schlag-Variabilität. Und über diese Parameter, die wir bei Postinfarktpatienten erfolgreich einsetzen, um deren Risiko für Rhythmusstörungen zu untersuchen, versuchen wir, unsere Patienten aus der Ambulanz mal zu charakterisieren, in der Hoffnung, dass man da auch ein Muster findet, was in der Zukunft hilft, die Risikovorhersage von ARVC zu verbessern. Und alles, was man zur Risikoprädiktion sagen kann, ist in dieser Meta-Analyse zusammengefasst. Und hier sehen Sie eine klassische Analyse der Meta-Analyse, wo Sie eine ganze Reihe von Parametern sehen und die Entfernung von 1 heißt, es macht keinen Unterschied, also in die Seite ist günstiger, in die Seite ist schlechter, zeigt Ihnen, dass hier alle diese Parameter, keiner von denen springt riesig weit weg, ist alles sehr eng zusammen, das heißt auf gut Deutsch, kein einzelner Parameter ist geeignet, alleine oder auch in der Summe viel Risiko vorherzusagen. Das ist die bittere Wahrheit. Das heißt, man darf sich nicht täuschen, dass man sagt, über das Risiko kommen wir weiter. Das bestätigt es nur, sodass eigentlich diese Weisheit, die wir haben aus den aktuellen Guidelines, bleibt. Es gibt Niedrigrisiko, Patienten, die haben eine gesicherte Diagnose, aber haben sonst keine dieser anderen Parameter, ein intermediäres Risiko und ein hohes Risiko. Das wird mit 1-2% gefährliche Ereignisse pro Jahr beziffert, das mit mehr als 10. Hier sind anhaltende Rhythmusstörung und schon mal überlebter plötzlich Herz. Das ist also sozusagen die Extremvariante und die Schwierigkeit wird aus diesen Major Risk Factors und diesen Minor Risk Factors dann das Individuelle, die individuelle Entscheidung abzuleiten. Und das führt dann zu diesem Chart, was die Entscheidung für den DeFi erleichtern soll, wo man auch sozusagen mit jedem Patienten das einfach durchgehen muss. Wir haben hohes Risiko mit der Indikation für den DeFi, intermediäres Risiko und niedriges Risiko. Und das füttert sich sozusagen im Einzelfall aus den Daten, die hier hinterlegt sind, geringer Risikofaktor, großer Risikofaktor, die man hier anwenden kann. Und daraus ergibt sich sozusagen eine Risikomatrix, die man mit jedem einzelnen Patienten besprechen muss. Und so ist auch der Alltag, die Einzeldiskussion. Und in der
Podiumsdiskussion werden wir noch auf einzelne Aspekte eingehen, aber mit dem Punkt bin ich jetzt schon mal dann am Ende und übergebe vielleicht gleich an die Perspektive für die Zukunft, oder? Naja, wir hätten schon noch jetzt ein paar Minuten, okay, weil das war jetzt gut, eine Menge, und ich könnte mir schon vorstellen, dass da Nachfragen da sind. Also das entscheidend, genau, das ist mal das Erste jetzt.